Die Unboxing Boys sind wieder da und wir haben heute, wie ihr es im Titel lesen, wieder was von Samsung. Ein Samsung Galaxy Note 3 in der Farbe Schwarz, das sieht man da an dem schwarzen Rand. Hier nochmal so die Spezifikationen des Gerätes. Da kann ich jetzt nicht auf Pause stellen, kann es euch durchlesen. Da labe ich jetzt nicht die ganzen technischen Details rauf und runter. Ne? Kostet alles unnötig Zeit, die Zeit haben wir nicht. Und ja, das hat sich mein Kollege jetzt geholt. Und ja, der wollte halt wieder noch eine Nummer größer wie das S5, das ist ja schon riesig. Aber naja, fangen wir an. Setzen das Skalpella fein säuberlich. Gucken wir, dass wir die Siegel trennen. So, einmal. Ah, komm, geh, komm. So. Und Sesam, öffne dich. Und da ist er. Der Backstein. Guck dir das mal an. Also, ich habe schon gedacht, ne? Also ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe schon das S5, das ist ja auch wirklich schon ein Prügel ohne Ende. Aber das ist ja, also das ist ja der Hammer. Also das wäre mir jetzt halt echt zu groß. Ja, da sieht man auch nochmal ein paar Sticker auf dem Note 3. Und ich bin immer gespannt, weil dieses Backcover soll ja, ach so, kunstledermäßig sei, wo ziehe ich denn das ab? Warte, oh, guck mal. Es ist immer schön, so Plastik von neuen Geräten zu ziehen. Ist einfach nur, ja, schönes Gefühl. So, eigentlich muss ich sagen, von vorne rein optisch kennt man männlich jetzt S5 in der Hand. Aber es ist natürlich wesentlich breiter und größer noch dazu. Und es ist wirklich Tatsache. Also das dahinter fühlt sich echt auch wie so Kunstleder. Und ja, es ist halt die schwarze Version. Und auch hier haben wir einen Micro-USB 3.0 Anschluss. Und unten ist, ach Gott, das sind ja Fats. Der Stift. Also, ich persönlich, also wenn ich jetzt das Note 3 mit dem Stylus, ich würde damit nie, glaube ich, rumhantieren, ich weiß nicht. Das ist für mich einfach so ungewohnt, ich muss meinen Finger nehmen, geht schneller. Und ja, es sieht einfach aus wie so etwas größer geradenes S4. Ja, oder ja, eine kleinere Version des S4 Megas, was es ja auch noch gibt. Ich meine, gut, das Design unterscheidet sich bei den verschiedenen Modellen jetzt eigentlich gar nicht mehr so, aber ich finde es eigentlich schlicht und einfach. Es ist natürlich auch eine Plastikbombe. Samsung ist mir nicht gar nicht gewohnt, aber ich meine, ich habe lieber eine Plastikbombe, wo ich wenigstens der Akku und so weiter wechseln kann, wie dass ich Unibody-Gehäuse habe, was ich nicht öffnen kann. Und zum Beispiel bei Unibody-Gehäuse-Handys, die, wenn der Akku mal abschmiert und dann, was kostet die Reparatur oder was kostet der Austausch, ein Arsch voll Geld. Und das muss man sich hier, wenn ich es nicht antue. Ja, und dann gehen wir mal hin, gucken mal, was wir da noch in der Box haben. Ich bin mal echt gespannt, weil ich glaube, eins weiß ich schon und das ist das, was ich auch nicht so wirklich verstehe, richtig scheiße finde von Samsung. Hier haben wir natürlich beigelegt, wäre Klopapier, voll für den Arsch, ne, wenn man wo wieder keins hat, kann man sich irgendwo neben im Bad in eine Schränkelchen reinlegen, dann hat man immer im Notfall was dabei. So, dann nehmen wir da, so, oder ne, komm, was haben wir denn da, was ist das? Das kenne ich jetzt auch nicht, warum wir da holen wir mal raus. Also das ist ja. Für den S-Pen zu wechseln. Ah. Das ist so. Ah, guck mal. Das. Okay. Habe ich jetzt nicht gewusst, mein Kollege hat mal wieder. Ne, er weiß es wieder. Das kann man da im Stylus vorne den Pin irgendwie rausziehen und kann den dann austauschen gegen anscheinend. Das sind wahrscheinlich
verschiedene Materialien, keine Ahnung, ob die alle gleich sind oder so. Naja, auf jeden Fall eigentlich ein nettes Gimmick, ja. Aber wie gesagt, also ich würde sowieso das Note 3, wenn es jetzt meins wäre, würde ich das sowieso mit den Händen bedienen. Anstatt mit dem Stylus, aber hier haben wir dann die In-Ear-Kopfhörer, also Headset, mit passenden Ohrstöpsel für Leute mit Elefantenohren. Ich will gerade mal gucken, ob das auch das neuere ist. Ja, das hat auch schon das flache Kabel. Wie schon im S5 Unboxing gesagt habe, also die Samsung Kopfhörer, muss ich echt sagen, die standardmäßig dabei sind, sind gar nicht mal so schlecht. Also die haben einen guten Sound, das Headset ist wunderbar, man hört alles glasklar und wunderbar. Also da kann man Samsung schon mal, gerade welchen der beiliegenden Kopfhörer, mal einen Daumen nach oben geben. So, was haben wir dann da? So, und jetzt bin ich gespannt. Ah jo. Das gab ich nicht. Das ist das, was mich richtig ärgert. Und zwar beim Samsung S5 bei mir, wie ihr gesehen, war ein Micro-USB 2.0 Kabel dabei, obwohl das ein Micro-USB 3.0 Anschluss hat. So, und hier ist ein Micro-USB 3.0 Kabel dabei. Warum? Weil es größer ist oder was? Also, naja, muss man nicht verstehen. Ich meine, gut, ich habe mir jetzt da 3.0 Kabel zugelegt. Muss das jetzt mal in der Praxis testen, ob das wirklich halt schneller, weil es heißt immer, es würde vom Akku halt doch ein Ticke schneller laden und halt klar, der Datentransfer und so weiter, der ist schneller, das ist ja bekannt bei USB 3.0. So, dann haben wir da noch der Netzstecker. Ja, für die Wand unspektakulär natürlich, ne? Standardkram. Und hier haben wir natürlich das Teil, dass das Note 3 dann mit Strom versorgt. Das weiß ich gerade nicht, wo steht's denn, wie viel Milliampere Stunde der hat. Moment. 3200, glaub. Das ja, ist halt genau. So gesehen ist es halt ja, genau, da steht's. Der Prototyp für den Totschläger. Da, 3200 mAh. Gut, natürlich ist es halt immer so, klar, ist es nicht schlecht, wenn man einen großen Akku hat, der einen Haufen Milliampere hat. Aber es bringt ja im Endeffekt, sag ich mal, nicht viel mehr, weil so ein großes Display muss halt mit Strom versorgt werden. Und demnach kann der Akku eigentlich so groß wie möglich sein, aber das Display saugt halt natürlich auf gewisse Einstellungen, wenn man die Helligkeit hochschwart wie blöd, natürlich auch das Saft leer. Gut, mein S5 hat 2800er Milliampere Akku. Ich meine, klar ist es, es hält jetzt nicht so ewig lang, kommt immer drauf an, was man damit macht. Aber nun ja, jetzt gehen wir einfach mal hin und gucken, ob das Ding auch mal hochfährt. Auf jeden Fall kommt dann gleich noch ein kleines Review bzw. Vergleich, gesagt, also Note 3 gegen S5. Und dann gucken wir mal, was das Handy mit uns spricht. Es vibriert schon. Samsung Galaxy Note 3. SMN 9005. So. Ja, Musik macht's aber kennt's. Meins wird Musik gemacht. So, da sind wir dann im Startbildschirm. Mein Kollege richtet das jetzt einmal geschwind ein. Und dann sieht man sich später wieder zu einem kleinen Vergleichsvideo zwischen Note 3 und S5. Bis später.